Herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir sind hier in den Superstar Boulevard Pilzhaus. Und man sieht, ich bin ein bisschen motiviert wieder. Aber dieses Spiel habe ich gar keinen Bock. Oh! Vielleicht doch. Es ist schwer, aber ich habe, glaube ich, beide. Und das muss das hier sein. Ja. Yay. Ich habe jetzt, ich glaube, das war ein paar Tage davor, meinen Schreibtisch umgeräumt. Es ist nun so, dass ich drei Schreibtische habe. Nun ist aber das Mikro anders. Superstar Boulevard 3 auf der Flucht. Und es ist so, dass mein Mikro jetzt nicht hinter dem Tisch steht, hier an der Seite, dass ich es einfach so zur Seite klappen kann. Und ich habe so gemacht, dass der PC ein bisschen weiter weg ist. Was? Oh Mann, ich dachte, da war was. Oh Gott, was ist das? Verzieh dich, du Ungefähr. Nee. Sag nicht, ich brauche hier seine Hilfe. Okay, dieses. Was? Das tötet instant? Jo, okay, das Monster hat wohl nichts zum Spaßen. Tja, dann können wir auch mal einen Pinguin benutzen. Here we go. Wir sind in der Sternwelt. Zwei Pi-Eicheln haben wir noch. Ich werde auch keine neuen Farben. Das heißt, wenn ich mal in ein Level Probleme habe, habe ich nur noch zwei zum Benutzen. Nein. Nein, jetzt brauche ich den sogar hier weiterzukommen. Nee. Nee. Oh Gott, ist dieses Level scheiße. Oh. Here we go. Oh nein, dieses Level ist so beschiss. Naja, besser als nix. Nein, ich hasse dieses Level. Nee, da gibt's ja auch nix. Nee. Okay, Leute. Tschüss. Leute, wie habe ich das denn geschafft? Ja, töte doch diese Viecher. Aber nicht mich töten. Ich würde noch gerne weiterleben. Wo ist der Pilz? Wo ist der Pilz? Nee. Nee. WTF, was ist das für ein Level? Puh, sag ich nur. Puh. Aber ist ja auch klar. Die härtesten Level sind hier. Und natürlich muss in der Sternwelt ein schönes Wasserlevel kommen. Ich.
Scheiße. Was ist das für ein scheiß Mistvieh? Was mich da die ganze Zeit auffrisst. Ich komme ja gar nicht mehr weiter. Okay, dann Meister L, tut mir leid. Oh. Nee. Tut mir leid, Meister L, aber da muss leider ein Profi ran in Schwimmen. Und mit Toadette ist das Schwimmen auch einfacher. Denn die gleitet so ein bisschen. Also die kann man auch besser bewegen. Kann ich den auch töten? Nee. Wieso sagt mir das niemand? Sonst hätte ich mir schon längst eine Feuerblume geholt. Scheiße. Geh weiter, Toadette. Nee. Leute, ihr könnt mir nicht glauben, wie. Nee. Stimmt, die haben wir die überhaupt gesehen? Junge, da wollte ich gerade das Maul aufreißen. Der wollte gerade das Maul aufgreifen und mich fressen. 77, das bekommen wir. Tausend Dank für deine Hilfe. Oh, die könnte gut sein. Davon haben wir nämlich keine mehr. Könnte in der Steinwelt und Wolkenwelt, also, falls die Level irgendwas damit zu tun haben. Ja, das Pilzhaus heben wir uns für nachher auf. Ach scheiße, jetzt habe ich einen Namen nicht gelesen. Ich glaube irgendwie Eiswürfel, Eisfälle, ja. Hammerhöhle, nee. Eiswürfelhöhle, nee. Ja. Doch, Hammerhöhle könnte passen. Stimmt, Toadette ist heute dran. Also ich muss mich jetzt kurz ein bisschen mehr konzentrieren, Leute. Denn... ja, ich muss mich leider jetzt erstmal ein bisschen mehr konzentrieren. Okay, wenn es da nicht reingeht, dann... oh. Naja. Oh nein, bitte nicht sowas. Sowas ist ja schlimmer als Knochenbahn.
Le. Nein. Ah, das heißt, in diesem Level hätten wir Flughörnchen bekommen. Eine, jetzt mal wirklich. Wie? Wie wenn man sonst da hochkommt, mein. Denke ich. Okay. Oh. Was? Nee. Und ich sag gerade das Wort nee schon zu oft, aber das ist jetzt wirklich einfach nur nee. Krone. Danke. Ich finde, eine Krone habe ich mir verdient. Und ich wäre jetzt fast schon wieder runtergefallen, also. Oh, scheiße. Okay. Also, ich fand das Level okay. War eigentlich chillig. Ich fand's chillig. Und ich finde die Konzentration, die ich von meinem Mikro habe, richtig gut. Denn, ja. Nicht so hoch, aber auch, dass ich den ganzen Bildschirm jetzt gucken kann. Damals habe ich immer auf den anderen Schreibtisch so schräg rüber gemacht, dass der Arm, dieser Greifarm, komplett verbogen ist. Aber jetzt steht er aber gerade und einmal nach vorne. Das Mikro so nach unten, dass ich nach unten reinspreche. Ja, Superstar Boulevard Pilzhaus wird ja auch eingetragen, deswegen zählt ja auch zu den 100% und Pinguin. 100%. Oh. Scheiße. Also Leute, ich... Nein! Ich habe keine Ahnung. Oh! Schon wieder Glück. Ja. Zwei Pinguinen verloren, zwei zurück. Bin ich okay. Obwohl eine Krone auch nicht schlecht wäre. Egal. Jetzt müsste... Oh! Warte, wie hieß das Level? Superstar Boulevard 4, Hammerhöhle. Oh, doch. Kommen wir heute vielleicht mit dem Spiel durch? Also, wenn wir das wirklich nicht geplant. Superstar Boulevard 5. Unvernünft im Sumpf. Wir haben gerade 13 Minuten und wir haben gleich schon alles geschafft. Oh, keine Pi-Eichel. Den Block lasse ich mal lieber. Block. Okay, das war Fail von mir, aber ich kann irgendwie nicht. Da muss doch noch irgendwas sein. Aber ich denke, diesen Part werden wir es vielleicht schaffen, aber wenn nicht, auch nicht so schlimm. Also, wäre ich jetzt dafür. Okay, Leute, diesen Block mag ich absolut nicht. Nee. Okay, warte. Ich bleibe jetzt einfach mal drauf. Und beobachte diesen schönen Hintergrund. Leute, guckt euch den an. Pausiert das Video und schaut euch diesen schönen Hintergrund an. Irgendwie habe ich mir schon gedacht. Oh, nein, ich bin zu weit geflogen. Ach egal, okay, aber jetzt weiß ich, wo die erste Starcoin ist. Weil ich kann es nicht glauben. Schon zwei Level.
Vom Superstar Boulevard 5. Unvernunft im Sumpf. Habe ich dir gar nicht vorgelesen. Und die Sache ist ja auch noch, hier gibt es keine Checkpoints. Hat der Dusel jetzt schon wieder nicht gesagt, dass es auch in der Sternwelt keine Checkpoints gibt? Cool. Und wenn ich ein bisschen müde anhöre, vielleicht kommt es ein bisschen spät, ich hatte heute, wir müssten zuschauen am Fußballturnier, aber besser gesagt, so gesehen hat niemand zugeschaut und hat gemacht, was wir wollten. Und deswegen bin ich rumgelaufen und habe mit meinen Freunden geredet. Besser als irgendein langweiliges Fußballspiel zu gucken. Hätte zwar unsere Klasse gespielt, gebe ich zu, aber irgendwie ist dann sehr viele auch irgendwie nur am Reden und ja, wieso dann nicht? Oh, cool. Abgehört. Tschüss. Okay, Leute. Leute. Von. Scheiß drauf. Bitte keine Ranke. Bitte. Scheiß. Als ob. Wie krass ist denn dieses Level? Hör, warum sind jetzt schon wieder die ganzen Pilzhäuser resettet? Okay. Okay, den ersten weiß ich also schon. Also die erste Starcoin. Die zweite? Ja, weiß ich auch. Ich dachte, hey, wo ist die? Checkpoint kann es nicht geben, denn. Die Frage ist, was macht man mit dem Checkpoint in der Sternwelt? Wenn man ja eh alle Starcoins braucht. Das heißt, das mit den Secret Exit könnte ich mich mal ausschlagen. Ja, dann wäre die dritte Möglichkeit eigentlich nur. Okay, diese Starcoin ist doch eigentlich voll einfach zu bekommen. Ah, nee, das da unten ist mir zu gefährlich. Ja, man hat irgendwie schon gesehen. Also, ich wusste natürlich, dass man da Wandsprung. Oh. Okay, Leute. Alle Starcoins. Und wir sind da. Und diesmal ist Bowser Jr. als Hintergrund. Wie cool. So, ich nehme gerade schon 18 Minuten auf. 3 Level. 2 Pilzhäuser. 3 Pilzhäuser, meine ich. Oh Gott. Nee. Okay, dafür ich das gemacht, zum ersten Mal mache das Level, läuft es richtig gut. Und diese Feuerbarrieren laggen so unf... Ja, ein Treffer ist nicht schlimm. 2 Treffer hingegen doch. Okay, irgendwie hat das Spiel Probleme mit diesen Feuerbarrieren. Muss ich sagen. Okay, warte. Doch, da bin ich sicher.
Wow. Nee. Ich hab's geschafft. Wow. Erster Versuch dann. Wär ich glücklich. Ich mag diese Klettern. Ich bin eigentlich nur hier hingegangen, weil hier gerade noch ein Power-Up ist und ich es vermutlich... Oh, zurück ist ja komplett einfach. Ah, stimmt. Die drehen ja mich mit mir nach hinten. Aber diese Lava-Musik, finde ich, die passt einfach absolut nicht. Weil ich weiß, dass es keine Lava-Welt ist, aber diese Musik, die ist einfach nur triggernd. Und was soll diese Scheiße? Ihr wollt mich doch gerade komplett... Ne. Nein. Okay, Leute, also ich finde das Level gerade einfach viel zu krass. Nein! Oh mein Gott, mein Herz pocht so richtig. Ja, wie soll ich jetzt da rauskommen? Nee. Oh Gott, bitte nicht. Hä, wie? 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 Bitte beende diesen Albtraum. Ne. Leute, ich sag grad nichts mehr. Oh Gott. Oh Gott. Brennende Klippen heißt das Level. Okay. Ich glaube, nach dem Level kann ich gar keins mehr spielen. Ich bin jetzt schon erschöpft. Nach dem ersten Versuch. Und das ist... Bei Mitrio... Ja. Bei der Metroiden... Ja, im ersten Lava-Level. Hat man gesehen, wie ich faile. Naja. Nun... Ich habe mich mal ein bisschen mit meiner Schneidfunktion, also ich benutze Shortcut, ist ja gut, wenn man anfängt, finde ich eigentlich komplett. Und ja, ich habe da nur nie ein bisschen mehr reingeguckt. Jetzt habe ich einfach gesehen. Ja. So ein bisschen einfach mal ein bisschen mehr reingeguckt. Also ein paar Funktionen noch eingeblendet. So, ja. Leute, was ist los? Jetzt geht's. Jetzt läuft's. Weil so ist es doch viel, viel einfacher, habe ich gerade beschlossen. Aber wie einfach ist es? Wie einfach? Also Leute, wenn ihr Probleme habt, dann versucht das. Wenn ihr einen Treffer einsteckt, nicht schlimm. Es ist aber 1000-mal einfacher, als diesen Horror zu machen. Ich bin fertig mit meinem Leben. Ja, Mopsi, schön durch die Feuerbarrieren laufen. Ah. Oh.
Schon wieder. So. Jetzt wären wir genau da, wo wir aufgehört haben. Aber dass hier auch nichts drin ist, finde ich. Albern. Und jetzt diesen Scheiß wieder hochzukommen. Mal gucken. Ich bin da geschützt. Das heißt, ich muss nur bis dahin kommen. Oh, Leute, ich bin angespannt. Ich bin sowas von angespannt. Und nun sage ich es mal, dass dieses Level ein Horror ist. Noch nie ein Level gesehen, der so ein Horror ist. Noch nie. Oh mein Gott, Leute. Leute. Ich hab's geschafft. Also, ich scheiß jetzt auf die Fahnenstange jetzt mal wirklich. Gewinner. Aber oh mein Gott, war das scheiße heftig. Ja, also ich denke, wir machen noch das. Bevor wir dann, wenn wir wieder zwei Items kriegen, wegschmeißen. Muss ja nicht sein. Diesmal würde ich nehmen die Krone. Ganz gerne aber. Man hat gesehen, jede hat ein eigenes Muster, oder nicht? Jedes Baby Yoshi hat ein eigenes Muster. Habt ihr schon gesehen? Ich habe doch immer, oder mir fällt gerade wirklich nicht ein, wo ich nur eins rausbekommen habe, aber ich habe immer zwei. Immer. Yo. So macht man das Inventar voll. Ja. Ich denke, wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, wo wir wahrscheinlich dann die letzten Level abschließen, die letzten zwei und das letzte Pilzhaus. Also, abonnieren nicht zu vergessen, um den letzten Part nicht zu verpassen von New Super Mario Bros. U Deluxe. Bis dann. Ciao, ciao.